Hallöchen Leute, hier ist wieder Mensch Pieper und heute gibt es mal wieder einen Mega-Blaster. Lange ist her, manche erinnern sich vielleicht gar nicht mehr, was das für eine Reihe war. Es ist tatsächlich, dass wir einfach nur sehr viel größere Pfeile haben, dass der Blaster rot ist und dass da Mega drauf gestanzt ist. Und das finde ich an sich immer schon ganz cool, yay! Und das Problem ist aber, wir können da nicht allzu viele Pfeile reinstecken, weil sie sind ja größer, ist weniger Platz für. Das ist ein kleines Problem. Deswegen haben wir hier tatsächlich, somit die größte Munitionskapazität, ist ja unerhört, wie viel da reinpasst. 10 ganze Megapfeile. Und ja, in dem Fall ist tatsächlich, das ist ein hohes Lob, dass da 10 Pfeile reinpassen. Man kann das Magazin sogar noch austauschen mit anderen Blastern von der Mega-Reihe, die auch so ein großes Magazin haben. Nämlich die Motor Strike. Mehr fallen mir nicht ein. Aber wenn man wirklich viel schnelle Pfeile verschießen möchte, dann ist man nicht wirklich gut bedient bei der Mega-Reihe. Hier geht es wirklich mehr darum, so ein bisschen was Wuchtigeres wegzuschießen. Die Pfeile, wie gesagt, sind größer, haben anscheinend auch ein bisschen mehr Masse. Ich habe es nicht ausgemessen, aber so Masse mal Beschleunigung. Pi mal Daumen müsste das heißen, dass da irgendwie mehr Energie, mehr Kraft ankommt, mehr kinetische Energie, sowas in der Art. Ich habe in Physik nicht aufgepasst. Und tatsächlich sind die deswegen so ein bisschen gedrosselt. Es ist zumindest so die alte Weisheit, dass die Megablaster mit einem grauen Abzug, dass die nochmal gedrosselt wurden. Das ist nämlich in der Originalversion anders. Und die in Europa haben das hier. Und die schießen schwächer. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet beim Schusstest. Ich mache das Ding jetzt erstmal auf. Und mal gucken, ob es der Blaster wert ist. Denn tatsächlich habe ich bin ein bisschen angepisst deswegen. Ich habe den Blaster für 69 Euro gekauft. Ich habe das extra vor mir hergeschoben, weil der Blaster war so teuer. Und den wollen bestimmt nicht so viele Leute sehen. Den hebe ich mir nochmal auf, wenn er günstiger wird. Dann habe ich den für 69 gekostet, weil wird er nicht runtergesetzt. Jetzt gerade auf 57 Euro runtergesetzt. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und jetzt ganz ruhig, ohne Wut, zerschneiden wir ein bisschen den Karton, ein bisschen diese Plastikschnüre. Hauptsache, wir machen den Blaster nicht gleich kaputt. Wäre ja schade ums ganze Geld. Und dann fange ich mal an mit, nicht dem Blaster, sondern mit dem ganz kleinen Magazin hier. Also was heißt klein? Das Ding kannst du praktisch als Paddel benutzen. Ich hatte also, oh Sole mio. Obwohl, die haben ja keine Paddel. Ist egal. Der Witz mag nicht funktionieren, aber zumindest funktioniert das Magazin noch. Wir haben das hier übrigens einmal in halbtransparent. Also ja, man kann hier einmal raufgucken. Ach, so viele Pfeile habe ich noch drin. Na dann. Also wenn man bis 10 zählen kann und dann hier reinguckt, dann sollte sich das alles sehr gut selbst erklären. Auf der anderen Seite ist es dann komplett rot. Wir haben hier nochmal das Mega-Logo mit drauf. Hier nicht in weiß, anders als beim Blaster. Und ja, es ist einfach nur ein sehr großes Magazin. Wir haben hier unten nochmal so eine kleine Öse mit drin. Ich weiß nicht, ob man da wirklich was festbinden kann, dass man den Blaster irgendwie leichter mitnehmen kann. Weil das Magazin soll man ja auch mal wieder rausnehmen. Vielleicht spart das tatsächlich sogar 1-2 Gramm an Gewicht. Das wäre ganz gut, weil Kleinvieh macht auch Mist, besonders bei so einem großen Vieh. Munition kann ich auch mal schnell reinbauen, weil dann geht das später mit dem kleinen Mini-Schusstest im Studio ein bisschen schneller. Und hier ist es wirklich einfach nur, ja, sehr große Munition. Heute mal nicht meine angemalten Fingernägel, dafür schön Pfeile drüber tun. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was das ganze Problem ist mit den angemalten Fingernägeln, warum da jeder nochmal fragen muss. Leute, es ist wirklich nicht so beeindruckend. Da habe ich schon all die Jahre dann Kommentare gekriegt, Alter, bist du gay, bist du schwul? Und dann plötzlich male ich mir die Fingernägel an und alle so, was? Wie ist das passiert? Aber was soll's, ein bisschen Bee schadet nie und jetzt nehme ich das fette Vieh und schieße jemandem ins Knie. Das Magazin geht aber so ein bisschen schwerfällig damit rein. Es ist irgendwie so der genaue Winkel, den man einhalten muss. Das ist so ganz komisch mit dem Ding. Naja, also 10 Pfeile, da braucht man ja nicht schnell nachladen. Das reicht ja ewig. Das ist wie ein 35er Magazin. Also nicht wirklich. Also man muss noch relativ schnell nachladen. Und es gab es auch noch, ich glaube, die Roto Fury. Ich glaube, da hatten 8 oder 10 reingepasst. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das hatte auch so eine Trommel mit drin. Und da konnte man relativ schnell nachladen. Man musste einfach nur die Pfeile reinstecken seitlich. Hier muss man das Magazin rausnehmen, hat den Blaster praktisch entwaffnet, legt ihn vielleicht weg oder klemmt ihn unter den Arm, nimmt sich Pfeile vom Boden und füllt die dann nach. Hat auf jeden Fall den Nachteil, dass man erstmal kein Magazin hat, einfach so zum Austauschen. Das ist also der Vorteil mit Magazinen, du kannst mehrere geladen haben und dann einfach nur austauschen. Hier haben wir keinen zum Austauschen, es sei denn, ich kaufe der zweite Motor Strike. Und viel Glück, das Ding kostet ja manchmal 69 Euro. Ja, und einfach so, wenn ich die Trommel habe und die ist nur zur Hälfte geladen und einer kommt um die Ecke gefegt, dann kann ich trotzdem noch mit dieser halben Trommel schießen. Wenn ich mit dem Blaster nachladen will, dann habe ich mich praktisch entwaffnet. Braucht man entweder einen Zweitblaster oder man muss sich irgendwo in der Deckung verstecken und hofft, dass irgendwie das Team einen den Rücken frei hält. Mal sehen. Vielleicht kann man sich das Ding auch irgendwie auf den Rücken schneiden. Das ist dann auch eine sehr gute Rüstung, weil ganz so klein ist es gar nicht. Noch ist es übrigens noch relativ leicht. Wollte ich nur erwähnt haben, bevor sich Leute dann beschweren und sagen, ah, was nennst du ständig fettes Vieh? So schwer ist das doch gar nicht. Ich gehe mal pumpen, ich gehe Gewichte heben, das ist ja gar nichts. Ich meine noch, da kommen Batterien rein. Also es sind so eine 4C-Zellen und die machen schon so ein bisschen kleines Gewicht aus und allgemein ist es halt so kein super handlicher Blaster. Dafür gibt es auf jeden Fall sowas wie die Strife, die ist sehr viel kleiner, besser für sowas. Und das ist eben ein Mega-Blaster, wo man eine Menge auch leeres Plastik mit bei hat, wo es einfach nicht so viel Spaß macht, mitzuschleppen. Manche Leute, die irgendwie größere Griffe oder größere Blaster allgemein brauchen, weil sie
größer sind, weil sie die ganze Zeit pumpen gehen und Gewichte heben, ist ja nicht ganz mein Problem. Dann haben sie auf jeden Fall hier die Möglichkeit, solche Mega-Blaster zu kaufen. Große Blaster für große Kerle, aber ich bin trotzdem noch qualifiziert, zumindest darüber zu reden. Hat hier vorne nochmal einen sehr schönen Griff mit bei. Besser als bei der Rapid Strike, weil hier keine so Tactical Rail irgendwie zwischen ist und dann scharfkantig ist. Aber finde ich auch ein bisschen schlechter tatsächlich, als die Infinus hier. Weil da war das einfach nur so, schräg runter, ein so ein Ding, ohne irgendwie mit extra Plastik beschwert zu sein oder im Weg zu sein. Hier haben wir nochmal extra so eine, weiß nicht, diese Wulste hier. Die liegen total blöd in der Hand. Das macht absolut keinen Spaß. Es sei denn, man greift den Blaster irgendwie so. Und dann muss ich mein Handgelenk irgendwie so ganz quer halten. Aber hier sind nochmal zwei Ösen für Schultergurte. Und man kann hier, wo die Tactical Rail auch ist, zum Umbauen ein bisschen was, kann man den Blaster hier noch tragen. Ist relativ gut austariert. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich die Batterie mit rein tue. Und wie gesagt, 4 C-Zellen. Der Preis kommt auch nochmal mit dazu. Das wird dann hier hinten reingebaut. Also momentan ist der ein bisschen schulterstützenlastig. Das wird also nur noch ein bisschen schlimmer. Und das finde ich an sich erstmal in Ordnung. Wenn ich irgendwas haben will bei Blastern, also wenn die in irgendeine Richtung lasten, dann soll es bitte schön die Schulterstütze sein, weil ich halte den Blaster ja so. Und die Schulterstütze ist in dem Fall tatsächlich groß genug. Es passiert selten, dass die Schulterstützen bei Nerf-Blastern wirklich groß genug sind für zumindest meine Befindnisse. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der größte Typ, aber ich mag es trotzdem, wenn die Schulterstützen halbwegs ein bisschen länger sind. Hier, es können noch ein Stück länger sein, so 5 cm vielleicht, aber in dem Fall ist es schon sehr viel besser als üblicherweise. Und auch hier dieser, wo man fürs Handgelenk Platz braucht, ne? Das ist hier wieder sehr viel größer. Also ja, für größere Leute sehr viel angenehmer zu tragen. Für kleinere Leute oder Leute, die einfach diese riesen Packmaße nicht brauchen, für die ist das einfach ein bisschen unhandlicher. Übrigens wegen dieses Griffes. Man kann ihn auch ersetzen durch das Magazin. Hat man gleich die Hand am Magazin, kann es so benutzen und dann hier unten mit dem Mittelfinger gegenkommen, gegen den Knopf, das Magazin rausziehen und dann nicht austauschen. Aber man kriegt es auf jeden Fall schnell rausgezogen. Ist wirklich schade, dass die meisten Megablaster keine Magazine benutzen. Beziehungsweise es war eigentlich vorhersehbar. Man muss immer viel größere Magazine bauen, die sind dann nicht mehr leichter mitzunehmen. Das ist irgendwie der Nachteil bei der ganzen Mega-Reihe. Und ich glaube, deswegen hat sie sich auch nie so wirklich gut gemacht. Es ist viel besser für sowas wie die Cyclone Shock, was so eine 6er Trommel mit drin hat und eigentlich richtig geil war. Das hat Spaß gemacht, ne? Dafür war die großartig, die Reihe. Aber wenn du speziell so irgendwie versuchst, die ganzen Elite-Blaster hier nachzumachen, die haben 30er, 35er Magazine, die haben kleine Pfeile, super leicht überall mitzunehmen, das ist ja einfach nicht gegeben. Wenn man wirklich so einen großen Blaster haben will, dann glaube ich, macht es sich besser, wenn man das mit Trommeln reinbaut. Hier sitzt man jetzt auf dem Magazin fest und ich glaube, es gab noch eins bei der... wie hieß sie? Das war eine vom ganz Anfang an, dieses Scharfschützengewehr. Centurion? Ich glaube, die war das. Oh, das Video habe ich ja noch auf der Couch gemacht. Heilige Scheiße. Naja, hier oben haben wir nochmal Kim und Korn. Also hier die Kimme, hier das Korn. Ist ein bisschen nah am Kopf dran. Also hier ist ein bisschen viel Platz zwischen. Ist immer ein bisschen schwer zu zeigen und zu erklären. Und man kann damit noch zielen, besser als viele andere Kimme und Körner bei Nerf-Blastern. Aber natürlich hier wieder kein Präzisionsblaster. Es sind auch nicht die Präzisionspfeile mit drin. Die gab es zwischendurch. Es gab Blaster von der Mega-Reihe, die hatten diese ganz neuen, was praktisch die Akku-Strike-Pfeile bei der ganz normalen Elite-Reihe waren. Diese Pfeile mit einem neuen komischen Waffelkopf da, sowas hatten wir hier auch für. Und die waren meiner Erfahrung nach sogar genauer. Also die haben gehalten, was versprochen wurde. Dass sie das jetzt hier nicht mit reingetan haben, ist natürlich schade. Kann sein, dass der Blaster vor dem Blaster war. Ist Ewigkeiten her, dass der Blaster rausgekommen ist, glaube ich. Ich habe den einfach noch nicht vorgestellt, weil er zu teuer war. Ja, also falls man da irgendwie noch solche Pfeile kriegen kann, macht sich das sehr viel besser in so einem Blaster, wenn man da ein bisschen genauer schießt. Die Pfeile werden sowieso nicht allzu schnell fliegen, weil die ja sehr viel größer sind, mehr Luftwiderstand haben und gedrosselt sind wahrscheinlich. Müssen wir, wie gesagt, aber auch nochmal prüfen. Und vom Aussehen her so ziemlich typisch eine Rapid Strike, aber in Mega-Version. Steht auch hier nochmal richtig schön drauf. Mega! Nerf! Und nochmal der Name Motor Strike. Und ich hoffe, dass die Motor Strike jetzt nicht Motor streikt, wenn ich die Batterien rein tue, weil ich möchte mal ganz kurz schießen. Oh, der Blaster schnurrt schon so schön. Also ja, so ein bisschen kernig klingt das. Ich mag es normalerweise nicht, wenn die Blaster so laut sind. Es gibt sowas wie Stampede, solche Blaster. Die haben durch den Motor nur eine Feder zurückgezogen und das war dann nur so leise. Du drückst drauf und dann schum-bum, schum-bum. Irgendwie so. Das ist ein ganz komischer Sound. Aber das war eigentlich leiser und war nicht so konstant laut. Hier muss man eben auf diese Räder achten. Da sind zwei drin. Da wird der Pfeil zwischengeschoben und dann wird er rausgeschossen. Dazu muss man erstmal die Räder in Schwung bringen. Drückt man hier unten drauf. Und das muss man die ganze Zeit laufen haben, wenn man schießen will. Ist ein bisschen laut, nervt mich. Aber in dem Fall klingt das vielleicht sogar noch halbwegs gut, weil es schnurrt. Mal gucken, wie es so auf der vollen Leistung ist. Okay. Ich dachte, der wird noch ein bisschen lauter. Aber ja, die Batterien sind eigentlich neu, also daran kann es erstmal nicht liegen. Vielleicht ist es das Gedrosselte. Vielleicht ist der Blaster einfach nur so groß, dass er irgendwie als Schalldämpfer für sich selbst fungiert. Keine Ahnung. Ist übrigens nicht vollautomatisch, das ist, was ich zuerst gekauft hatte. Man sieht vielleicht, wenn man zurückspult oder so, dass sie so...
Ach so, ich muss schießen. Ich habe einfach nur gedrückt gehalten und gehofft, dass der Rest einfach rausgeschossen kommt, wie bei so einer Rapid Strike. Hier ist der Blaster nur halbautomatisch. Ich sag nur, man kann eben noch trotzdem schnell damit schießen, aber so, wenn man die Möglichkeit hat, einfach vollautomatisch wegzufeuern, finde ich auch gut. Man hat einfach die Möglichkeit, man hat die Option. Falls man Bock drauf hat, braucht man nicht die ganze Zeit drücken. Aber ich glaube, das ist eher ein Problem mit Blastern, die sehr viel Munition hätten. Stell dir mal vor, man müsste so 35er Magazin. Müsste man jedes Mal drauf drücken, statt einfach gedrückt zu halten und wegzufeuern. Das wird ja nicht allzu viel Spaß machen. Hier sind es nur 10 Pfeile, danach ist vorbei. Also, eigentlich geht's noch. Touché, ne? Vielleicht an der richtigen Stelle gespart. Aber nicht genug, der Preis ist so hoch. Ja, also mal gucken, ob das sich für den Preis wirklich lohnt, von der Leistung her. Weil es ist einer dieser Mega-Blaster. Es gibt auch die Cyclone-Shot, wie schon gesagt, und die Rotor Fury. Die machen auch eine Menge von dem, was der Blaster hier macht. Einfach nur Pfeile wegschießen. Und die sind dafür noch ein bisschen handlicher, kleiner und haben auch den Vorteil, dass man einfach in der Trommel schnell nachladen kann. Hier ist so, wenn man unbedingt so eine Art von Blaster haben möchte, gerne, aber das macht hier in der Mega-Reihe sehr viel weniger Sinn als bei den ganz normalen Blastern. Wie gesagt, weil weniger Munitionskapazität, da macht eine Trommel mehr Sinn, man muss sich selbst entwaffnen beim Nachladen. Es ist natürlich schön, dass der Blaster automatisch ist, für die Leute, die darauf stehen. Ich mag es so ein bisschen, wenn die Blaster mechanisch sind, einfach nur, weil ich dann nicht auf Batterien achten muss, weil es ein bisschen besser für mich funktioniert. Das ist einfach persönliche Präferenz. Aber für Leute, die automatische Blaster haben möchten, das hier wäre auf jeden Fall eine Option. Dafür funktioniert er. Vorteil zur Rotor Fury wäre zum Beispiel, dass man nicht die ganze Zeit diesen Griff vor und zurück bewegen muss zum Schießen und deswegen verreist man weniger. Aber die Blaster sind hier sowieso nicht so genau und insbesondere diese Mega-Pfeile habe ich nie wirklich das Gefühl gehabt, dass die sehr genau waren. Selbst diese Akku-Strike-Versionen waren nicht großartig. Besonders, weil sie auch ziemlich langsam fliegen. Die hier dürften vielleicht noch zwischendurch so ein bisschen pfeifen, was cool ist, wenn ihr so an dir vorbei so. Ich kann auch nicht pfeifen, wie so ein Pfeil, Mist. Ich bin irgendwie nicht. Mein Sounddesign ist nicht großartig. Vielleicht hat das so ein bisschen Einschüchterungs- oder Coolness-Faktor. Und beim Umbauen haben wir nicht wirklich was. Also, hier sind ja sowieso die Batterien drin, da irgendwie die Schulterstütze abbaubar machen. Wäre so ein bisschen kontraproduktiv für die Laufverlängerung. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es gab noch nie eine Laufverlängerung von Mega, weil da braucht man auch wieder einen anderen Durchmesser für die Pfeile, damit alles durchpasst. Und da gab es nie irgendwie was zum Zusammenbauen. Also ja, das auch nicht mehr. Dafür eine Tactical Rail. Man kann also alles benutzen, was man sonst so von den anderen Blastern gesammelt hat. Aber Zielvisiere baut man dann hier oben drauf. Dann sind die noch höher als schon eigentlich Kim und Korn. Und hier unten fliegt der Pfeil raus. Nicht perfekt. Bei der Rapid Strike, die habe ich schon so oft erwähnt, ich habe sie schon wieder vergessen. Da konnte man hier durchgucken. Es gab auch den Tragegriff und man konnte hier direkt durchgucken und falls man wollte, immer noch rüber gucken. Je nachdem, was einem besser gefallen hat. Wenn hier unten der Pfeil rauskommt und man hier oben zielt, ist natürlich wieder ein bisschen ungenauer. Wenn ich also jetzt noch irgendwie ein Zielvisier draufbaue und dann noch höher ziele, egal wie gut das Zielvisier ist, das geht nicht unbedingt gut. Also ich würde sagen, so wie das jetzt hier ist, mit dem Zielvisier, ist tatsächlich sehr gut gelöst. Einfach nur rüber gucken und Pi mal Daumen drauf halten und ihr habt dann einen halbautomatischen Blaster. Wenn ihr seht, dass der Pfeil zu hoch oder zu tief geflogen ist, könnt ihr euch dann ganz schnell wieder anpassen und dann noch weiter schnell schießen. Nur nicht zu lange, irgendwann ist der Blaster alle. Und jetzt gehen wir mit diesem Strike nach draußen auf die Straßen oder genauer gesagt eher in den Garten und macht da den Schusstest. Es war kein so guter Flachwitz, aber... So, dann einfach das komplette Magazin schön angewinkelt weit weg. Ich werde mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht alle hintereinander so mit Vollautomatik schieße, damit der Motor noch ein bisschen sich wieder aufladen kann und damit wir die Maximalreichweite kriegen. Aber naja, ich guck mal. Ich habe übrigens eben was von vollautomatisch gelabert. Es tut mir leid, ich war mental immer noch auf der Rapid Strike. Bin ich immer noch dran gewöhnt. Ich meinte, dass ich nicht alle hintereinander wegschieße. Was ja auch eigentlich vollautomatisch wäre, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Gut, der ist jetzt hier der Erste. Der fängt an bei nicht mal ganz 14 Metern, was schon mal eine super Reichweite ist. Hier links haben wir noch einen auf der gleichen Höhe wie der hier. Und die beiden sind dann auf 15,20 Meter. Hier haben wir noch einen auf 15,70 Meter. Hier haben wir noch zwei auf nicht mal 17 Metern. Also das sind 16,50 Meter. Und hier haben wir die vier, das sind die meisten, das sind die, wo ich mir schön Zeit gelassen habe beim Schießen. Also die Maximalreichweite bei nicht mal ganz 18 Metern. Gedrosselte Reichweite. Puh, kastriert haben sie die Reichweite, so sieht's aus. Ja, also nicht mal 20 Meter, nicht mal hier die ganz normale Mindestreichweite von den ganz normalen Elite-Blastern. Das ist schon so ein bisschen schade, aber ja, gedrosselter Motor. Wenn man jetzt noch nicht die ganz perfekten aufgeladenen Batterien mit reintut, ist die Reichweite noch wieder ein bisschen schlechter. Und es liegt auch teilweise einfach an den Pfeilen, weil die sind auch nicht perfekt dafür. Die haben so ein bisschen viel Luftwiderstand, weil sie fett sind, habe ich auch schon drüber geredet. Also für große Reichweiten und schön genau schießen, nicht gerade der perfekte Blaster. Und ich sag's nochmal, die Pfeile schießen nicht besonders schnell.
Man kann ausweichen, man kann ihn in der Luft fangen und sich dann richtig cool fühlen, wie so ein Mönch in Dungeons & Dragons. Mal eine bisschen obskure Anspielung. Naja, ich habe auch noch andere Hobbys außer Nerf, würde ich mal dazu sagen. Ja, also noch ein Problem, was dazu kommt, ist eben, man kann zwar relativ schnell damit schießen, weil es eben halbautomatischer Blast ist, aber dafür braucht es wieder nur so eine Sekunde, bis der Motor wirklich auf dem Level ist, dass man auch wirklich damit schießen kann. Also man kann nicht sofort damit loslegen. Das ist doch wieder so ein Nachteil. Und es ist natürlich wieder laut. Also bei diesen Megablastern, falls man wirklich was Elektrisches haben möchte, okay, könnt ihr euch den nehmen. Aber ich persönlich würde sagen, sowas wie eine Rotofury oder wie eine Cyclone Shock wäre sehr, sehr viel besser. Also wenn es speziell um Megablaster geht, das wäre nicht unbedingt meine erste Empfehlung. Ich bin ja ein bisschen dazu verpflichtet, jeden Nerf Blaster irgendwie zu kaufen, in der Hand zu haben oder vorzustellen. Also für solche Leute ist dieser Blaster auf jeden Fall geeignet, weil da verpflichtet ist, den zu kaufen, dann kauft man sich den bestimmt irgendwann mal. Aber ansonsten kann ich mir nicht wirklich vorstellen, warum sich jemand diesen Blaster speziell holen würde. Er hat so wirklich für mich keine richtige Anwendungsmöglichkeit. Man hat auch immer von Leuten vielleicht, die speziell nur auf elektrische Blaster stehen. Was Nerf Blaster angeht, bin ich ja mehr so ein Fan von mechanischen Blaster, wo du irgendwie so einen Pumpgriff hast und einen Schlitten. Ich mag das einfach mehr, ist ein bisschen verlässlicher meiner Meinung nach. Und Leute, die jetzt speziell auf elektrische Blaster stehen, die gibt's ja auch, aus irgendeinem Grund. Für die wäre dieser Blaster vielleicht was, weil von Nerf Mega Blaster gibt es ansonsten nicht allzu viel in der Richtung. Aber warum sich jetzt den speziell holen, da gibt es auf jeden Fall noch diese größeren. Ich glaube, war das die Mastodon? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Diese riesige, fette. Also, das ist ja auch elektrisch. Da hast du noch viel mehr Funktionen mal gehabt. Das ist so ein Zwischenschritt, der nicht hätte sein müssen, meiner Meinung nach. Für Leute, die jetzt speziell drauf stehen oder für Leute, die sie sowieso irgendwie kaufen müssen für Reviews, wie jetzt zum Beispiel ich. Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung, guckt gerne vorbei, aber passt auf, dass ihr nicht aus Versehen zu viel bezahlt und danach der Preis dann wieder runtergeht. Glaubt mir, es ist verdammt frustrierend. Aber ja, Link ist in der Videobeschreibung, falls ihr vorbeigucken wollt. Und vielleicht geht der Preis noch weiter runter, da könnt ihr mir noch besser ins Gesicht lachen. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag bei einem weiteren Video. Bis dahin, macht's wie ich, beißt euch durch, euer Magic Bieber. Ciao.